Hallöchen. Ich will mal heute gucken, was dieses Teil hier genau ist. Ich habe schon mal gegoogelt. Es ist anscheinend ein Teil aus Kondensator, Widerstand und Spule. Aber nichts Genaues darüber habe ich gefunden. Also kann ich jetzt nicht sagen. Ich guck noch mal. So, könnt ihr vielleicht noch mal googeln. Aber so alle Schaltungen, die ich gefunden habe zu diesem IC, der da drinne steckt, ist irgendwas mit einer Schaltung aus Widerstand, Spule und Kondensator. Und ich habe ja hier noch mal einen Transistortester gedönst. Da will ich das mal anschließen. Was das Ding sagt, es stand irgendwo was mit 420 oder 470 Nanosekunden, also scheint eine Delay-Line zu sein. Ich habe mal alle drei Pins angeschlossen. Mal gucken, was das Ding dazu sagt. Also zwischen 1 und 2 ist eine Spule mit 62 Millihenry, sagt er jetzt. 1 und 2. Das ist gelb und schwarz. Und auf 3 misst er gar nichts. Dann machen wir mal 2 und 3. 284 Pico-Farad. Ich habe da was mit 100 Nano-Farad gelesen. Wenn ich jetzt nochmal 1 und 2 mache, beziehungsweise 2 und 3 auf die anderen beiden Pins. Auch Pico-Farad. Irgendwas. Vielleicht sind die Klammern hier nicht so. Machen wir jetzt mal 1 und 3 auf die ersten beiden Pins. Auch Pico-Farad. Eins und drei. Ich kann hier eine Live-Messung machen. Aber nicht beide zusammen. Also, keine Ahnung, was da drin steckt. Aber ich habe halt die Vermutung, dass das irgendwie zusammenhängt mit dem Fehler an diesem RF-Modulator. So, wie kriege ich da jetzt das Zeug kaputt, ohne die Bauteile kaputt zu machen? Jetzt habe ich keine vernünftige Zange. Doch, habe ich. Was Rabiates. Ich versuch's mal. Ob man da irgendwie was. Kaputt kriegt. Da ist noch irgendwas drin. Ich gehe mal ein bisschen höher, dann könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser sehen. Irgendein Keramiksubstrat ist das. Wo habe ich den? Vielleicht mit einem Hammer draufhauen ein bisschen. Wo habe ich denn jetzt den Hammer da?
Jetzt ist es durchgebrochen. Okay. Da ist irgendein metallisches Dings hinten dran. Ich wollte gar nicht so doll. Ups. Irgendwas muss das ja sein. Auch gebrochen. Das scheint ein, hier hinten Kondensator zu sein. Was könnte das sein? Es ist hinten drauf, der Anschluss. Ja gut, so toll sollte es nicht sein. Das hat noch wohl einen Anschluss gehabt auf die Rückseite. Ich hoffe, der fokussiert. Da so. Ja, mit dem Fokus ist das jetzt hier mit der Dichte ein bisschen eigenartig, aber da war wohl ein Anschluss. Mich interessiert ja, was das hier für Teile sind. Ist ein Anschluss. Da ist ein Anschluss und da wird wahrscheinlich auch einer sein. Das ist eine Spule. Ich hoffe, man kann das erkennen. Wenn sie scharf stellt, da, das ist eine Spule. Es ist eine Spule. Das ist eine Spule. Ist das hier auch eine Spule? Ich gucke jetzt die Teile hier nach, das ist mir egal. Ja, das bricht leider alles putt. Ist auch eine Spule. Also, ich habe jetzt aber keinen Plan, wie die angeschlossen waren. Das ist eine Spule. Das ist eine Spule. Das sind zwei Spulen. Und hier ist noch ein kleines Teil. Mal gucken, Widerstand. Oder was ist das? Hol das mal da raus. Ja, das war ein Widerstand. Jetzt habe ich das kaputt gemacht hier. Habe ich abgebrochen. Na komm, da, das war ein Widerstand. Oder ein Kondensator. Eins von beiden. Widerstand oder Kondensator. Aber das ist hier eine Spule.
kriege ich das, den Anschluss frei. Bin ich ja mal gespannt, ob ich die messen kann. Eine Spule. Hat er nicht messen können. Nicht messen können. Kann er nicht messen. Es ist aber definitiv eine Spule. Gut. Also an diesem komischen Ding waren zumindest zwei Spulen und ein Bauteil Kondensator oder Widerstand. Die eine Spule geht auf ein Pin. Ich habe ja noch eine. Kriege ich das soweit freigepopelt? Ja. Schließe ich das nochmal an. Die andere Spule mal hier messen. Vielleicht kriegen wir es gemessen. Das ist an den Pin dran. Kriege ich nicht gemessen. Gut. Also dieses komische Teil, dieses K1 ist zumindest was mit zwei Spulen und dann Widerstand oder Kondensator. Ob hier noch mehr drin ist, weiß ich nicht. Nee, das bröselt so auseinander. Denk mal, das war ein Kondensator, diese Platte, die ich zuerst gezeigt habe. Dieses hintere Teil da. Zwei Spulen. Und ein unbekanntes Bauteil. Und dieser Kondensator, diese auf dieser Platte, jetzt habe ich hier leider kein großes Stück mehr. Nee. Das, was ich zuerst gezeigt hatte, dieses große Teil, dieses komische Silbergebilde, das muss ein, das habe ich mich jetzt hier, irgendwo habe ich mich gepiekt, hier dieses silberne Dings, ich schätze mal, das ist Silber und vielleicht reicht ein Bruch da drin aus oder Feuchtigkeit oder irgendwas, um den Wert zu ändern und schon passt das von der Zeit her nicht mehr. Wenn das wirklich so eine Art Delay-Line ist oder eine LC-Kombination mit einer bestimmten Frequenz oder was und wenn die dann nachher aufgibt, dann kann das gut sein, dass das nicht mehr hinhaut. Nicht mehr richtig. Jetzt habe ich den kaputt gemacht. Ich hätte den ja auch eigentlich mal in den einen, den ich habe, der ja funktioniert, mal einlöten können. Und mal gucken können, ob das gleiche Phänomen macht, dass Blau fehlt.
Aber ich wollte wissen, was da drin ist. Also es ist definitiv zwei Spulen. Das eine wird ein Kondensator gewesen sein und das andere vielleicht ein Widerstand. Also ich habe nichts Genaues gefunden. Ich habe keine Beispielschaltung gefunden dafür. Es gibt verschiedene Schaltungen, also Schaltpläne habe ich gefunden, verschiedene mit verschiedensten Bauteilen an diesen beiden Pins, wo das Ding dran ist. Das Ding hängt an Pin 6 und Pin 8 dazwischen. Bei manchen ist es ein veränderlicher Kondensator, bei manchen ist es nur zwei Widerstände, bei manchen ist es eine Spule und ein Widerstand. Ich habe nichts Genaues gefunden hier drüber. Ich hätte ja gern gewusst, was das Ding genau ist, wie das genau aufgebaut ist, ob man das eventuell nicht auch extern ein bisschen nachbauen könnte. Also wenn ich jetzt hier schon sehe, zwei Spulen, ja, Widerstand oder den Kondensator habe ich ja nicht rausfinden können. Ich schätze mal, dass der Kondensator hier dieses aufgedampfte irgendwas durch Feuchtigkeit oder irgendwas gelitten hat. So, mehr wollte ich euch nicht zeigen. Ich habe es mal kaputt gemacht, was ja nicht bei mir so Standard ist. Bauteile kaputt machen, aber das habe ich jetzt mal kaputt gemacht, nur um zu gucken, was es ist. Vielleicht habt ihr es ja auch interessant gefunden. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Tschüssi!